Unser Darm ist viel mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er beherbergt auch eine Vielzahl von Mikroorganismen, die unser Mikrobiom bilden. Diese Mikroorganismen spielen eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. In diesem Video erfährst du, wie du deine Darmflora unterstützen kannst und welche Auswirkungen ein gesundes Mikrobiom auf deinen Körper hat. Nummer 1. Eine gesunde Darmflora unterstützt das Immunsystem. Das Mikrobiom im Darm ist ein wichtiger Teil unseres Immunsystems. Es hilft dabei, Krankheitserreger abzuwehren und Entzündungen im Körper zu reduzieren. Eine gesunde Darmflora trägt somit dazu bei, dass unser Immunsystem optimal funktioniert. Nummer 2. Eine ausgewogene Darmflora beeinflusst unser Gewicht. Studien haben gezeigt, dass eine ausgewogene Darmflora das Risiko für Übergewicht und Fettleibigkeit verringern kann. Eine gesunde Darmflora unterstützt den Stoffwechsel und kann dazu beitragen, dass wir schneller und effektiver abnehmen. Nummer 3. Ein gesundes Mikrobiom kann unser Gemüt beeinflussen. Unser Darm und unser Gehirn sind durch die sogenannte Darm-Hirn-Achse miteinander verbunden. Eine gesunde Darmflora kann daher auch unser psychisches Wohlbefinden beeinflussen. Es wird angenommen, dass eine ausgewogene Darmflora das Risiko für Depressionen und Angstzustände verringern kann. Nummer 4. Unterstützung der Verdauung. Eine gesunde Darmflora hilft uns dabei, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen und fördert eine gesunde Verdauung. Wenn unser Mikrobiom gestört ist, kann es zu Verdauungsproblemen wie Blähungen, Verstopfung oder auch Durchfall kommen. Nummer 5. Wie du deine Darmflora unterstützen kannst. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut oder auch Kefir kann dazu beitragen, ein gesundes Mikrobiom aufzubauen. Auch ausreichend Bewegung und Stressmanagement können sich positiv auf die Darmflora auswirken. Unser Mikrobiom spielt also eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressmanagement sind wichtige Faktoren, um eine gesunde Darmflora aufzubauen und zu erhalten. Hast du schon Erfahrungen damit gemacht, wie eine ausgewogene Ernährung und ein gesundes Mikrobiom dein Wohlbefinden beeinflussen können? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Gesundheitstipps verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.